So, ich war immer der Meinung, hier die Jungs und Mädels können auch ungefrorene Talismane verlieren. Bin ich da irgendwie falscher Überzeugung? Ich weiß es nicht. Wir probieren es mal nochmal. Ich mache jetzt mal hier. Muss man auch aufpassen. Ist auch nicht so ohne. Ja. Ungesunkener Talisman. Ach so, okay, das ist ein Unterschied. Ah, okay. Alles klar. Ja, dann ist das ähnlich wie bei den normalen Defölker. Die Defölker, die in der normalen Welt sind, im Lichtwald, die droppen ja auch andere Materialien wie die brennenden Typen, die in der Wüste unterwegs sind. Boah, angespielter Lichtschild 3. Einfach mal so ein Lichtschild 3 bekommen, auch nicht schlecht. Ja gut, das ist schon hohes Gebiet, wo wir hier rumlurschen, ne? Da lassen wir denen mal ein bisschen was da als Entschädigung. Ach hier, einfach mal ein 28er Schild ist nicht schlecht. Kann man haben. Sag ich nicht nein zu. So, ich will diese scheiß Ausrufezeichen weghaben. Ich mag das nicht. Geht weg! Okay. Was haben wir denn jetzt hier unten noch? Eigentlich nichts mehr. Ja, hier lang, aber dann müssten wir nochmal hier hin, dann müssten wir nochmal hier hin, dann müssen wir nochmal ganz außen rum hoch. Dann können wir auch gleich hier lang schlaufen. Oder wir porten uns jetzt erstmal ins Dorf zurück und reparieren den Hammer. Ja, Blutmond erscheint. Sehr schön. Den habe ich den ganzen Tag gewartet. Und organisieren unseren Stuff mal wieder. Was ist denn das hier? Warum sind hier Leute reingekommen? Ja. Warum wohl? Weil ich die Tür offen gelassen habe, ich Honk. Toll, jetzt sind diese Fallen weg. Das muss man auch mal einer erzählen. Was? Warum? Warum habe ich die Tür offen gelassen? Ich kann es nicht nachvollziehen, ich weiß es nicht. Naja, egal. Nichts passiert. So, das Heilgebräu, das hebe ich mal auf für nachher, wenn wir in den Dungeon oder so gehen. Achso, ja, Trollauge haben wir nur eins, und zwar aus dem Grund, weil es die ja nur aus der Kiste gibt und nicht vom Troll selbst. Im großen Lager. Und dann machen wir doch mal hier nochmal alles übertragen. Ah, das ist so geil, dass ihr mir den Tipp gegeben habt, ne? Da freue ich mich. Hä? Ich habe es aber falsch rum übertragen, oder was? Alle platzieren genau so rum. Gut. Man muss es auch richtig machen, aber dann ist es cool. Okay, brauchen wir hiervon was? Wir können es mal einlagern. Gerade die blauen Sachen, würde ich mal sagen. Den Rest können wir auch einlagern, weil falls wir mal sterben, haben wir was zu verkaufen, wenn wir es nicht aufbauen wollen. Und hätten wieder direkt einen guten Schub an Seelen. Kann man haben. Was wollte ich jetzt noch machen? Irgendwas wollte ich noch machen. Ach so, das Heilgebräu wollte ich eigentlich in die Kiste legen. Deswegen bin ich eigentlich an die Kiste gegangen. Ich bin wieder verpeilt bis zum geht nicht mehr. Ey. Sehr gut. So, dann verteidigen wir mal den Schorsch hier und gucken mal, wo was kommt. So, schmeißen wir hier nochmal ein bisschen was rein. Dann hat er auch wieder alles am Start. So. Dann bauen wir doch einfach mal noch ein paar Fallen an den Start. Ne, ich habe keine Materialien. Was? Ah, Gras fehlt mir. Ja, Gras fehlt mir. Okay. Wo kriege ich denn das eigentlich her? Das habe ich noch nie so wirklich drauf geachtet. Jetzt müssten ja gleich mal irgendwann Gegner kommen, oder? Ja, chillen wir erstmal. Warte mal. Ich muss noch zur Verteidigung blasen. Gucken. Gucken, ob jemand kommt. Der Jötner, wahrscheinlich. La 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 la. Ach, wie lange muss man immer auf diese dämlichen Monster warten, ey? Wenn man Monster haben will, dann kommen keine. Na, 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 beschütze dein Dorf bis zum Sonnenaufgang. Endlich. Endlich geht's los hier. Ich dachte schon, ich schlafe ein. Okay, da hinten ist schon mal einer tot, bevor er überhaupt in der Nähe. Bevor sie überhaupt in der Nähe vom Tor sind. Das sind wahrscheinlich diese Kleinen. Ich warte jetzt erstmal ab.
wo die Kriegsmaschine ankommt. Ja, da unten sammelt sich schon mal ein bisschen was. Da kommt noch ein Selbstmordattentäter. Aua. Arschkind. So, aber die Türme schaffen das. Alles klar, dann gehen wir doch mal darüber. Da kommt er nämlich. Da kommt der große Feind. Aber sein Dasein war nicht lange von Erfolg gekrönt. So, schließen. Diesmal aufpassen, dass er auch wirklich schließt. Ja, das ist eigentlich jetzt auch schon wieder vorbei, oder? Ich glaube, da kommt nicht mehr wirklich was. Also, ja, normale Gegner eben. Nee, da unten kommt tatsächlich eine zweite Kriegsmaschine dieses Mal. Am legendären Tag 28 wollen sie es wissen, nochmal. Okay. Wisst ihr was, da mache ich jetzt aber echt hier den brennenden George. Ey, es ist so ultra. Alter. Mir geht das. Ich finde das so geil. Ja, meine lieben Abonnenten. I love you. Muss jetzt auch mal sein. Geil. Ghost Rider. Ja, aber der Blutmund geht schon ordentlich rund, ne? Also, das ist schon ein ganz anderes Verhältnis als das, was ansonsten so rumläuft. Wobei ich mir nicht sicher bin, weil ich ja die meiste Zeit nicht da war. Ja, keine Ahnung, was sonst so abgeht hier. Aber jetzt ist es eigentlich schon wieder vorbei, ne? Komm, wir gehen noch da oben hin, falls es noch ein bisschen dauert. Aber ich glaube, jetzt müsste es eigentlich jeden Moment aufhören. Oh, wir können trotzdem noch das Tor aufmachen und es ein bisschen schonen. Ja, passt doch noch. Klasse. Ey. Weg da. So haben wir nicht gewettet. Okay. Wir haben es geschafft. So, immer noch auf der Suche nach so einem scheiß Wintergebiet. Können auch noch da oben weitergehen. Wir könnten da unten weitergehen. Das wollten wir eigentlich machen. Aber ich weiß nicht. Da könnte es natürlich auch. Da sieht es auch noch aus, als würde es ein Stück weitergehen. Da kann es auch noch ein gutes Stückchen weitergehen. Hier könnte es noch ein gutes Stückchen weitergehen. Ja, da oben auch. Also. Ja, keine Ahnung. Ich weiß halt nicht, wo das Wintergebiet ist. Vielleicht sollten wir das doch mit questmäßig machen. Dass wir so langsam mal ein bisschen noch mal vorankommen. Dass wir noch mal Fortschritte erzielen. Ah, Idiot. Ich hasse es, ne? Der Jöten ist ja da. Stimmt, den hätte ich fast ganz vergessen. Ich höre ihn schon stapfen. Gut, dass wir hierher gekommen sind. War reiner Zufall, aber... Oh, jetzt haben wir Dunkelwaffe. Beziehungsweise wir holen jetzt die Dunkelwaffe. Warte mal kurz. Ausrüstung. Die machen wir jetzt auf dem Slot 2. Ja. Genau. Machen wir die jetzt mal. Weil die wird jetzt auch richtig schreddern. Das ist halt auch eine legendäre Waffe im Gegensatz zu der anderen. Oh, leck die Hexe, die ist aber ganz schön baden gegangen. Ich würde mal gerne die Falga-Kugeln holen. Oh, hör auf. Ja, das ist unglaublich. Aber immer noch 93.000, also immer noch nicht in Richtung 100.000, das ist schön. Bin mal gespannt, wann der nächste große Anstieg kommt. So, wir machen jetzt hier 1.700er Heaps. Hiebe? Heaps. Heaps. Ich mache Heaps. Heaps don't lie. Hiebe lügen nicht, mein Freund. Was ist denn mit dir los? Willst du überhaupt nicht mehr attackieren? Hast du schon aufgegeben oder was? Ja, ich glaube schon. Gut. Gute Entscheidung. Ging's auch schneller. Besser für alle Beteiligten. Alles klar. War das auch mal erledigt. So nice. Also das war jetzt halt, ja, Jöten Power mit legendärer Waffe, also diese gepaart mit der legendären Waffe, die wir ja haben.
Und dann eben der vollen Seelenmacht und dann halt dieses Tors Wut. Das ist das, was ich mit Jöten Power meine. Ne? Mana macht noch. Und das hat dann halt schon zu einem Damage berufen. Ja, der eigentlich auch momentan so am Maximum grenzt von dem, was wir eigentlich auch hinbekommen können. Na, wir können, klar, wir können auch eine stärkere Waffe holen. Fenrir's Klinge macht nochmal mehr Damage zum Beispiel vom Zahlenwert her. Wir könnten auch noch eine andere Rune, diese nicht zu verbergen Rune und vielleicht auch noch hier und da eine andere Rune, die uns vielleicht noch mal ein bisschen den Damage steigert, wie Ragnarage zum Beispiel. Ja, somit könnten wir den noch mal ein bisschen hochschrauben, aber wir sind schon ziemlich weit oben mit dem Damage, den wir jetzt raushauen. Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir den noch viel höher kriegen werden. Und ich glaube auch, ich werde mit dieser Konstellation von Runen weiterspielen, weil ich denke, dass man damit ziemlich gut fährt auf Dauer. Wir holen mal noch ein bisschen Pestwurz hier mit. Genau, jetzt weiß ich auch nochmal, wo es Gras gibt. Das war doch auch irgendwie da oben zum Beispiel. Grasbüschel. Meistens kriegt man es aus dem Grasbüschel. Oder aus der Cannabis-Plantage, keine Ahnung. Überall. Da ist auch mal Gras. Da müssen wir halt wirklich auch mal dran denken, Grasbüschel zu farmen, für die Fallen bauen zu können. Ne? Das war, ja, für die Fallen war das ja. Stimmt, das macht auch Sinn. Ja gut, vielleicht nicht ganz so, wie die Fallen designt sind. Aber normalerweise hättest du jetzt quasi diese Grasbüscheln, um die Fallen zu verdecken zum Beispiel oder so. Ne? Wenn man es jetzt so realistisch in eine Falle betrachtet. Oh, ich sehe Schneegebiet. Bornak war einfach legendär, die Aufnahmereihe heute. Irgendwie läuft's. Gut, mit dem Schneegebiet muss ich jetzt sagen, hat es schon ein bisschen gedauert. Aber trotzdem, insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem, wie es läuft. Das macht ja auch gerade richtig Spaß und es ist aber auch relativ chillig, muss ich sagen. Weil wir doch gute Sachen schon zusammenbekommen haben. Und jetzt werden wir uns bald nochmal steigern. Wenn wir wirklich im Wintergebiet die Sachen, die wir brauchen, ordentlich zusammenfarmen können. Wir haben ja heute auch noch die kostenlose Nacht. Das ist ja gerade der richtige Zeitpunkt. Können wir ja gerade im Wintergebiet rumwüten. Und ja. Was sollten wir? Da unten sind schon Saphire. Komm, ich springe schon gleich runter. Ist mal egal. Was sind das hier überhaupt? Ah, Knöchelchen. So, Frostfichte. Wir holen uns alles jetzt mit. Wir brauchen alles aus dem Wintergebiet, haben wir gesehen. Da können wir auch verschiedene Tränke machen. Weil ich denke, es schadet nichts, wenn man genug Zeug als Vorrat im Lager hat, ne? Wenn man hier im Überlebensmodus spielt auch, dass man sich eben auch alles mal machen kann. An Tränken und so, was man eben gerade, was Bedarf ist. Und ich weiß halt wirklich nicht, wie hart die späteren Jötins sind. Und es ist vielleicht auch gut, wenn du mehrere Tränke von diesen Schutztränken hast, dass du kein Damage bekommst. Eine gewisse Zeit. Kann ich mir vorstellen, dass man das schon gebrauchen könnte. Und zumindest wäre es nicht sinnlos oder so. Bringt schon was. Ja, mal schauen, was wir alles rausholen hier. Jetzt haben wir erstmal nochmal einen schönen Schrein. Da können wir später auch nochmal, hätten wir einen Spot, wo wir uns einen Seelentrank zum Beispiel geiern können, wenn wir mal wieder Bedarf haben sollten. Ja, können wir uns direkt hier hinporten, wenn ich da noch dran denke. Aber wir haben ja die Map, man sieht es ja auch. Hier die Ruinen, da sind noch Ruinen. Jetzt frage ich mich gerade. Ja, genau, die Ruinen, die ich eingenommen habe, die haben auch ein Sanduhr. Das heißt, die müssten irgendwann auch wieder zur Verfügung stehen sogar. Was ich prinzipiell nicht schlecht finde. Verlieren die nur Garn hier, die Gegner? Also es scheint mir jetzt doch nicht so zu sein, dass diese Gegner, wie ich eben noch vermutet habe, Was war denn das eigentlich, was ich da gesucht habe für einen Stoff? Also dass die ein zusätzliches Material verlieren, das die anderen nicht verlieren. Ja gut, es ist natürlich Garn, weil die anderen verlieren. Ne, die anderen verlieren auch Garn. Ach so, genau. Ich suche ja eigentlich diesen ungefrorenen Talisman. Ich habe keine Ahnung, wo es den gibt. Na, da oben. Gehen wir jetzt einfach hoch. Wir haben doch... Ne, haben wir nicht. Ich habe eben alles abgelegt. Okay, dann gehen wir nicht hoch. Planänderung.
ziehen uns mal hier lieber den Heiltrank da unten auf den passenden Slot. Dass wir den direkt haben. Vielleicht kriegen wir das in Lagern aus Kisten. Das kann natürlich auch sein. Werden wir jetzt mal gucken. Wenn wir hier dieses Lager versuchen einzunehmen. Ich würde mal gerne eigentlich ausprobieren, aber das Blöde ist... Ne, jetzt warten wir erstmal noch ein bisschen ab. Bleibt mal noch locker und geschmeidig. Ja, ich höre euch schon. Aber wie komme ich zu euch hoch? Das ist hier die große Frage. So. So kommen wir hoch. So, wir heilen uns trotzdem einfach schon mal, weil es mir einfach sicherer auch ist. Okay. Wenn das jetzt Seelen macht, ist... Nee. Ich wollte gerade sagen, wenn das jetzt nochmal Seelen macht, ist, dann würde ich das gerne mal ausprobieren. Wenn man zweimal Seelen macht, das würde ich natürlich dann, das würde ich dann schon mal mitnehmen. Da könnten wir, glaube ich, die Jötenwut da, also Thors Wut weglassen und könnten dann mal ausprobieren, wie es sich verhält, wenn man zweimal Dingsbums hat. Ungefrorener Schneeschuh, was ist denn das? Vereister Schild. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich als Matt Dings bekommen habe. Unverfrorener Schneeschuh. Speedtrank holen wir uns jetzt einfach mal. Da haben wir nochmal einen Heiltrank drin. Ja. Noch ein Schneeschild, vereister Schild, cool. Gehen wir mal auf Materialien gucken. Birkenwasser, bla bla bla. Wo ist denn der ungefrorene Schneeschuh? Ist das Ausrüstung? Ich sehe den nirgends. Oder ist das ein Artefakt? Das ist ein Artefakt. Okay. Bahnbrechende Technologie. Auch nice. Jo. Dann weiß ich es halt echt nicht. Ungefrorener Talisman. Was ist das? What is this? Gibt es das überhaupt? Da war er! Da war er! Ist also doch ein Drop von den Gegnern. Aber ja, das sieht halt ziemlich selten aus, so, wenn ich das mal so sagen darf. Haben wir jetzt vielleicht zwei? Haben wir welche gelootet? Nee, haben wir nicht. Schade. Schade drum. Das ist selten. Ja, jetzt haben wir nochmal einen. War tatsächlich auch immer nur einen. Naja, gut. Dann müssen wir weiter im Schneegebiet hier rumlurschen. Und noch ein bisschen gucken. Ah, komm. Saphir haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar. Das ist ja schon mal wichtig. Das ist ja das, was wir, glaube ich, für die Rüstung brauchten. Das andere war ja für Waffen. Ne? Da brauchen wir dann nicht ganz so oft. Also ich glaube, aber man brauchte trotzdem 8 oder 10, ne, davon. Und dann weiß ich nicht genau, für wie viele Waffen. So, wo geht denn das Schneegebiet noch lang? Es geht noch links rum, es geht noch rechts rum. Da würde ich mal sagen, erst gehen wir nach rechts. Und gucken wir uns mal an. Was uns da noch so erwartet, ob wir da noch ein bisschen was abstauben können. Wölfe. Na, 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 na. Ja, heute werde ich wahrscheinlich auch nichts mehr schneiden. Wir haben ja jetzt schon fast 11 Uhr. Das ist... Nee. Das ist zu viel. Too much. So, warte mal. Jetzt könnten wir eigentlich hingehen und uns mal hier kurz das hier machen. Lol. Hast du noch die ganze Dings kaputt? So, haben wir uns geheilt. Haben mal die andere Waffe geholt und direkt mal die Mana aufladen, ne? Daneben. Das passt. Also hier ist das Wintergebiet gleich zu Ende. Wir können aber noch das Lager holen. Ich bin aber überlegen, ob ich dann jetzt noch gleich den Wüsten-Dungeon noch machen soll heute oder ob wir das dann eben das nächste Mal machen. Wobei wir zwei zur Verfügung haben, man könnte eigentlich schon mal hingehen. Allerdings habe ich jetzt so geil 19.000 Seelen, ne? Ich könnte ja selber schon... Müssen wir einfach gut spielen. Dass wir sie nicht verlieren. Das ist aber manchmal, du bist halt so schnell tot in diesem... In diesem Untergrund-Dungeon, das kann schon schnell passieren. Ja, das ist halt schon ein bisschen risikoreich immer. Aber klar, wir wollen das alles ja auch irgendwie machen. Ich
meine, momentan haben wir ja sonst keine wirkliche Herausforderung. Da kann man das ja schon mal ausprobieren. Gut, wobei ich sagen muss, diese Gebiete hier, die sind nicht immer ohne. Gerade eben dort oben auf der Gletscherspitze, wo 260 vorgegeben ist als Dings. Das ist schon nicht ganz so ohne. Da hast du auch mal ganz schnell ordentlich Damage bekommen. Aber an sich ist das hier alles ja doch noch relativ human. Jetzt mittlerweile. Gut, wir haben starke Waffen. Ja, jetzt haben wir wieder einen Schneeschuh bekommen. Mistelzweig haben wir auch bekommen. Den Unbesiegbarkeitstrank. Nicht zu verachten. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal da hinten noch hin. Da ist ja ein Schnellreiseport. Können wir den auch mal noch aktivieren? Saphir holen wir uns noch mit. Komm, dabei sind, holen wir uns die Knochen auch gerade mit. Warum nicht?